Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake mit meiner Wenigkeit, der Duftertyp und auch ein herrliches, wunderschönen guten Tag an die Leute im Livestream, die mich hierbei begleiten mögen. Wir wollen mal ein bisschen hier durch die Gegend gucken, denn ich habe so das Gefühl, dass wir hier einiges ja, an Momente verpasst haben. Wir sind hier wieder in den Slums von Sektor 5 auf dem Weg zu Sektor 7 in der von Aeris angekündigten in Häkchen Abkürzung, die irgendwie keine richtige Abkürzung ist. Ich glaube, das hier war irgendwie der Weg zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Dann... Nein. Gehen wir hier einfach wieder hier runter. Ist jetzt schon 2 Tage her, dass ich nicht mehr gespielt habe. Hatte damit zu tun, dass ich erstmal ein anderes Projekt nochmal zwischengeschoben habe, um es abzuschließen. Ja, ja, das wird auch demnächst bei YouTube hochgeladen. Seid gespannt. Ich denke, es wird im Anschluss zu Horizon Zero Dawn kommen. So, Gangster. Und ich finde diese Musik so herrlich hier. Diesen Remix von der Musik aus den Slums in Sektor 6 eigentlich. Aber trotzdem mega gut. So, was laufen wir hier irgendwo? Aha. Hier gibt es sicherlich was, wenn ich nach links, nach rechts durchgehe. Zum Beispiel Gegner. Und dass auch noch die Kampfmusik ist, die sich nochmal ein bisschen aufbaut. Das ist so genial. Wow, was geht denn hier mit Cloud ab? Moment. Ich mache hier ganz schön komischen Kram gerade. Aber gewaltig komischen Kram. Ich sollte mal ein bisschen mehr blocken. Ja, komm. Bisschen mal mit MG-Feuer drauf feuern. So, Barrett hat doch Vita, genau. Dann caste das mal eben schnell auf uns. Ah, viel besser. Viel, viel besser. So, wie habt ihr die Ostertage verbracht? Ich hoffe, ihr seid gut unterwegs und versteckt euch ein klein wenig vor den aktuellen Medien. Ich habe die Tage sehr fröhlich verbracht. Ich war einen Tag tatsächlich sogar arbeiten am Sonntag. Und ansonsten bin ich eigentlich nur hier am Zocken für euch. Wenn ihr hier durch wollt, ist Wegzoll City. Gebt ihr gleich Wegzoll? Ah. Ach, fuck. Kennst du die? Der Beck. Und der Butch. Oh, El Gigante ist auch wieder dabei. Naja gut, dann wollen wir mal hier ein bisschen Action machen. Ein bisschen Feuer. Gucken wir mal, wie die so zueinander stehen. Das sieht doch gut aus. Dann gehen wir doch mal auf dich. So. Fertigkeit. Mutangriff auf. Ach, ruhig auf Putz. So, El Gigante ist noch dran. Oh. Magiepunkte technisch sieht dort gerade ein bisschen mickrig aus. Na gut, dann gehen wir mal hier auf. Ob irgendjemand der Feuer hat. Tiefer. Sieht gut aus. So. Sieht doch schon besser aus hier. Gelegentlich mal Deckung. Und dann ist gut. Okay. Darf ich fragen, was du hast? Oder... Ich meine, seit Oktober? Das klingt schon nach einem ziemlich krassen Bruch oder sowas. So, auch diese Viecher finde ich so nervig. Ach ja, ich muss ja erstmal mein...
Oh. Ach nee, ich dachte gerade tiefer, sie hätte viel Schaden genommen. Aber es geht ja sogar. Oh. Packen wir das Viech hier ein bisschen kaputt. So, jetzt können wir mal mit Ach ja, Cloud hat keine Magiepunkte übrig. Nee. Das macht nichts. Dann machen wir hier eine Fertigkeit. Oh. Okay, das ist echt nicht schick. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Genesung. Und wunderschöne Let's Plays und Spiele, die man durchzocken kann und durchgucken kann. Hier nochmal ein bisschen Ether schlucken für Cloud. Der hat nämlich keine Magiepunkte mehr. Das ist voll ätzend, wenn er keine Magiepunkte mehr hat. Ich glaube, hier kommen wir einfach so durch. Denn Aeris hatte ja schon... So, ich glaube, wir sind hier fast durch. Nur noch hier hoch. Und dann glaube ich, sind wir eigentlich schon fast direkt am Ende angekommen. Tatsache. Wunderbar. Und wahrscheinlich noch ein oder zwei Runden prügeln oder so. Hallo? Was meinst du? Können wir hier durch? Nee, da soll es wilde Kreaturen geben. Wilde Kreaturen sind nicht so dramatisch. Mit denen komme ich klar. Na. Okay, das ist jetzt... Hey! Hui, guckt mal. Ein riesengroßes Loch in Midgar. Echt nicht cool. Weimar! Du lebst! Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Verdammt nochmal! Ah, super. Wir haben hier alten Bekannten gefunden, aber das reicht uns noch nicht. Das ist echt ein trauriges Ding. Setzen wir uns erstmal hin. Jetzt fühle ich mich schon besser. So. Moment. Du bist doch das Mädchen, welches von Aeris gerettet wurde. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Der geht es gut. Ganz bestimmt. Hoffen wir's. Ich meine, die wurde von Shinra geschnappt. Naja, ich glaube, viel Gegenstände und so weiter werden wir hier nicht haben. Man ist besser gut vorbereitet. Das ist wahr. Ich hätte ganz gerne... Vor allem hätte ich ganz gerne Äther. Weil die verbrauchen sich tatsächlich größer oder mehr. Ja, komm, das nehmen wir auch mit. Äther verbrauchen sich viel mehr als meine Heiltränke aktuell. Warum auch immer ich... Ach so, ich kann nur 9 kaufen, weil ich hier immer den 10er-Schritt... sozusagen auswählen muss. Na gut, jetzt habe ich ganz schön viel Äther gekauft, aber das passt schon. Haben wir hier neue Waffen oder Accessoires? Ja. Müssen noch etwas holen. Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. So, Waffen und Accessoires. Schauen wir mal. Der Knallprotz reduziert Stuff. Das ist nicht so geil. Aber andererseits ist die Fertigkeit von ihm schon ziemlich nett. Gucken wir mal hier. Das würde was bringen. Der Gothic-Armreif.
Ja, komm, davon nehmen wir mal 2 Stück mit. 3 Stück mit, dann haben wir auch keine Gil mehr. Sehr gut. Denn auf die Art und Weise haben wir tatsächlich ein bisschen mehr ein Materia-Slot bei jedem mehr. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Und der bringt auch mehr als das, was wir aktuell haben. Richtig gut. Kling, kling, kling. So. Ist natürlich blöd, dass wir hier keine gekoppelten Plätze haben. Hatte ich jetzt für ihn eigentlich das Sturm... Nee, für ihn habe ich das Gewehr nicht gekauft. Okay. Dann... Wollen wir mal gucken, was wir Barrett noch an Materia geben können. Also, Tifa und Barrett haben Frost. Okay. Gewitter ist noch eine offen. Das wäre vielleicht eine Idee. Barrett hat noch Toxin. Da hätte ich mal ein bisschen eher drauf achten können. Zerstörung gibt den Zustand tot. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Probieren wir es einfach mal. So, was bekommt Tifa noch? Tifa bekommt... Moment. Einmal sortieren. Standstufe kürzlich. Nee, ich dachte eigentlich, dass ich die vielleicht nach Personen sortieren könnte. Das wäre cool. Widerstand. Na, kleinen Moment bitte. So, kurzer Störfall aus der Familie, alles ist gut. ATB-Boost. Wait, das ist doch cool eigentlich. Das drücken wir doch mal Cloud in die Hand, würde ich sagen. Den ATB-Boost. Denn im Endeffekt brauchen wir das ja doch schon viel öfter. ATB-Boost. ATB anwendbar, Abklingzeit. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das wäre ja bombastisch. So, Barrett haben wir. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Materia an Tifa. Frost hat sie schon. Gewitter hat sie auch. Luft hat Aris. Dann geben wir ihr doch mal Luft noch dazu. Und dann sollten eigentlich meine Freunde hier schon ausgeschlachtet sein, was die Materia angeht. Wunderbärchen. So, wo geht's hier weiter? Hier geht's weiter. In diesem kleinen Loch. Denn wir wollen nochmal zurück nach Sektor 7. Und uns von dem Ausmaß der Katastrophe ein Bild machen. Na denn. In den Tunnel begeben. Ja, natürlich. Eine lange Ladesequenz. Ich bin richtig wütend auf Shinra für das, was die hier abgezogen haben mit hier Fall der Platte von Sektor 7 und solche Sachen. Wie viele Leute dabei draufgegangen sind, ich möchte das gar nicht wissen. Und zählen kann man es bestimmt auch nicht. Wenn in Slums geht man rein und verschwindet manchmal auch einfach so im Schlamm oder im Dreck oder was auch immer. Aber hier unten ist zumindest irgendwas und das ist interessant. Denn diesen Geheimgang gab es in, also diesen Gang gab es damals in der alten Version, bin ich der Meinung, nicht. Ab hier klettern wir hoch. Okay, uns kommen schon der ein oder andere entgegen. Die sind sicherlich ziemlich kaputt. Warum musste das geschehen? Oh weia. Ich glaube, da kommen noch ein paar Brocken runter. Ach, ist das dieser Tunnel, der direkt zu Sektor 7 in das Dorf in den Slums geführt hat? Aber wenigstens leben wir noch.
Und jetzt komm, weiter. Oh je. Sag doch nicht sowas. Was stimmt nicht mit euch? Alter. Ihr kriegt das hin. Kopf hoch. Das war näher als vorhin. Und das Haus war eine Bruch. Hey! Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Schauen wir mal. Wo war er? Alles weg. Nicht aufgeben! Weiter! Hoch. Das ist zu schwer! Wir helfen euch. Male! Ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Ein Glück. Vielen Dank. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ja. Ist da jemand? Sehr schön. Antwortet! Also aufräumen ist nicht mehr. Das hier ist definitiv ein riesengroßes Chaos. Wir sind hier, um uns zu retten! Ist hier jemand, der die uns hören kann? Oh weia. Hallöchen, Luna. Das ist alles andere als fröhlich. Die gehört Wedge. Was? Hinterher. Oh, bitte lass die... Lass die alle am Leben sein. Big Wedge, Jesse. Das wäre der wahrscheinlich geilste Twist. Los, geh. Geh, Katze. Geh. Beweg dich. Ist das hier Wedges zu Hause? Ein Loch? Nanu? Hey, schon unterwegs. Nur noch einen Moment. Was ist denn hier? Hier stinkt's nach Shinra. Was ist denn hier los? Wedge? Wedge? Wo? Seht ihr irgendjemanden? Nee. Oh. Doch! Ausgerechnet jetzt!
Das war ja wohl die falsche Richtung. Hindernisse zerstören. Okay, wenn während der Steuerung von Barrett ein Fadenkreuz eingeblendet wird, gibt es in der Umgebung ein Hindernis, das zerstört werden kann. Visiere das Hindernis an, um eine Zielmarkierung anzeigen zu lassen. Zerstöre dann mit Viereck und setze deinen Weg fort. Gut zu wissen. Wenn es keinen Weg gibt, dann schaffe ich mir einen. Ja, das klingt schon mal ziemlich gut. Aber jetzt brauche ich hier diesen Platz? Nee, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich glaube nicht, dass das Biggs und Jesse überlebt haben. Ich meine, die waren direkt am Pfeiler. Flieg, Steinchen. So ein Mist aber auch. Das muss auch eine Einrichtung von Schindler sein. So, das Coole ist auf Fernkampf. Wir können hier einfach so auf richtig weit weg rumfeuern. Ich glaube, das ist auch der Trick mit Barrett. Einfach auf Distanz. Gut anvisieren. So. Wenigstens einer, der die Musik macht. Aber der macht sich hier gerade viel zu fröhlich drüber. So, was hatten wir hier für Fertigkeiten? Avalanche Credo. Gibt vorüber. Nee, dann steht einer Wille. Oh krass, wie schnell sich ein ATB-Balken gerade füllt. Ah, hier kann man was zerstören. Das sah mir aber auch schon so aus, ob es hier irgendwas gibt. Also schon ziemlich cool, wie hier die Teile durch die Gegend fetzen. Wie haben die den Bau hier unten geheim gehalten? Okay, ich glaube fast, das wäre der richtige Weg. Also gehen wir mal lieber hier entlang wieder. Um einfach mal zu gucken, ob wir hier nochmal Kisten oder sowas bekommen, finden. Ja, das sieht mir da hinten schon nach einer Sackgasse aus. Oder wir können hier wieder ein Loch durchschießen. Ja, wir können hier wieder ein Loch durchschießen. Sehr schön. Wie weit geht denn das Ganze hier? Ah, hier bin ich fast durch. Genau, eine Kiste und dann ist Schluss. Dann geht's hier wieder zurück. Aber ein Shinra-Komplex unter der Erde, was geht hier ab? Ah, ich habe da so eine gewisse Ahnung. Also ich sag einfach mal, Hut ab, Square Enix. An der Stelle. Ach, jetzt reicht's hier. Maggie! Jetzt nehmen wir, ach komm, in den Blitz. Hauptsache Schaden. Upsa, das wollte ich nicht. Und... Oh, Limit Break ist offen. Egal, wir machen erstmal still eine reduziert vorübergehend erlittenen Schaden. Ja, das ist doch praktisch. Auf jeden Fall praktischer als... die ganze Zeit nichts zu tun. Nee, ich glaube, ich bleibe lieber bei Blitz. Ist der Waffe noch oben? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht.
das etwa schon alles? Okay. Dann lass mal hier hoch. Mal gucken, wen wir als nächstes finden, ob hier Cloud oder Tifa irgendwo rumliegt. Eigentlich müssen die hier ja irgendwo rumliegen. Wie tief in der Erde haben diese Shinra-Schweine ihr Nest vergraben? Hä? Ich wollte schon sagen, die Nah muss ich an den Dingern dran sein, damit das funktioniert. Mach mal auf. Megatränke, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir kriegen hier ganz schön viel. Okay. Nächste Frage, die ich mir stelle, ist, was zum Henker machen die hier? Einmal kurz blitzen und weiter geht's. Ich finde das auch cool mit der Waffe, mit der Überhitzung. Aber zum Henker. Oh nein, ich glaube, ich weiß schon fast, was da drin so rumbrüllt. Oje, oje. Es ist groß, es hat 4 Beine und 2 Hörner. Ist nur eine Vermutung, aber ich kenne nicht viele böse Kreaturen, aber das sieht mir nach einer, das hört sich zumindest nach einer an. Da kriege ich ein bisschen Panik. Wobei die in Final Fantasy 7 gar nicht so schlimm waren, aber in allen anderen Final Fantasy Teilen. Ja, wenn ich denke, Final Fantasy 13 waren die Dinger bombastisch. Also, da musste man echt vernünftig handeln. Ansonsten ist man ziemlich aufgeschmissen gewesen. Boah, was war das denn? Hey. Hier gibt's irgendwas? Also, es gibt hier wieder 2 Wege oder sowas? Was war doch hier gerade unten auch noch? Nee, das sah irgendwie nur danach aus. Okay, oben ist nur eine Kiste, das heißt, der andere Weg ist es. Also die Sequenzen sind ziemlich geradlinig, muss man ja gestehen. Ja. Heilendes Halsband, das klingt doch mal interessant. Ausrüstung und Materia, Barrett. Schutzweste, was macht denn das heilende Halsband? Erhöht die Wirkung von allen heilenden Aktionen. Können trotzdem noch mal gucken, was wir hier haben. Ob wir irgendwas haben, was wir Barrett einfach mal in die Hand drücken können. Physische Attacke plus 6. Ah ne, das hat Cloud an. Nee. Na gut, dann muss Barrett mit dem Kram leben, den er hat. Pech gehabt. So. Oh, und dann auch noch die Facehacker. An der Stelle. So, das passt sich ganz gut. Geben wir nochmal ein Eis hinterher. Wunderbar. Das klingt echt nicht gut, ne, was da hinter der Tür rumgeistert. Okay. Alles wird gut. Egal wie böse es klingt. Bitte? Ja, richtig, ich muss da eh durch. Seiden ist ein optionaler Boss, das wäre natürlich auch spitze. Ich mag das mit Barrett einfach so hin und her zu wandern und zu feuern. Ich sehe aber auch gerade, dass er gerade gar keine Magiepunkte mehr hat oder kaum. Gut, dass ich nochmal Ether gekauft habe, jetzt müssen wir damit nicht mehr ganz so sparsam sein. Mal eben schnell hier durch, weil ich glaube, der Ventilator wird sicherlich gleich wieder sich bewegen. Da sind wir die. Ist Barrett der Einzige, der so tief gefallen ist? Das glaube ich irgendwie nicht. Oder das will ich irgendwie nicht glauben. Ach komm.
glaube, mit Barret ist es ziemlich wichtig, einfach auch mal auszuweichen. Vernünftig. Ach, das ist schön, dass mir das jetzt erst auffällt, dass ich auch mit R1 sprinten kann und nicht nur mit dem rechten Analogstick gedrückt, linken Analogstick gedrückt. Tifa! Oh! Hey Tifa! Alles okay? Verlass dich drauf! Okay, ich würde sagen, da unten. Das nimmt kein Ende! Wir feuern hier einfach mal rein und gucken, was passiert. Ne, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Dann gehen wir mal hier hoch und schauen mal hier entlang. Ah, kleinen Moment. Ach, da oben. Da, das sieht doch gut aus. Käfer getötet. Das war's. Super, dann haben wir zumindest Tifa wieder in unserer Party anscheinend. Herrlicher Moment des Wiedersehens. Cloud kämpft wahrscheinlich schon gegen das Brüllen an. So. Ey, es macht hier richtig Spaß mit Barret zu spielen. Will ich häufiger mit Barret spielen. Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell. Genau, Cloud schafft das alleine. Der hat schon einiges alleine geschafft. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt auch Wedge finden. Ah, hier drüben sind noch. Das sind noch Kisten. Nichts. Ich glaube, das, da bekommen wir nur irgendwie was, wenn wir mit Cloud unterwegs sind oder so. Macht das einen Unterschied, wo wir hier lang gehen? Würde ich ganz gerne mal herausfinden. Ich meine, hier sind irgendwie drei Türen. Vielleicht ist irgendwie eine toller als die andere. Ich weiß es nicht. Gucken wir doch mal. Und zum Schluss landen wir alle in einem Raum. Nee, seht ihr mal? Es gibt hier drei verschiedene Räume. Der eine hat hier einen Gang mit einer Kiste. Haha. Und wir bekommen sogar einen Ether zurück. Firma dankt. So, der nächste Raum. Keine Ahnung. Den gucken wir uns mal als nächstes an. Hast du dich etwa die ganze Zeit so vorwärts gekämpft? Klar doch. Okay, hier ist es nicht. Dann nehmen wir jetzt nochmal den hier. Okay, hier ist sonst nichts weiter außer Makonit, um ein bisschen die MP aufzufüllen. Oder aufzufrischen, besser gesagt. Dann. Wow, what? Nani? Da. Okay. Jetzt können wir mal die einsetzen. Ja, ruhig Blitzra. Ich glaube, die sind ziemlich nah beieinander gerade. So, drauf feuern! Schieß! Gibt es ja ganz schön. Oh, eine Materie. Haha, gut, dass wir hier reingewandert sind. Frost. Sonst irgendwas? Nee, nur kaputte. Hier drüben ist noch eine Kiste. Die wollte ich natürlich auch mitnehmen. Nichts liegen lassen, was uns irgendwie nützlich sein kann. Auf das Ding Turbo-Ether, das ist cool. Sehr schön. Ja, hier sind wir anscheinend soweit sicher.
Aber weitergehen tut's in der nächsten Folge. Hier erstmal einen kleinen Cut. Bis bald, wenn's heißt Let's Play Final Fantasy 13. Genau. Final Fantasy 7. Schande auf mein Haupt. Bis gleich.